und willkommen zu Folge 51 der Orkrieg-Modifikation. Wir sind im Jägerlager momentan, haben eine Quest, ein Geschenk gegen Heimweh. Ja, der Garen, der will irgendwas aus ihnen. Nein, die Layla will, dass wir dem Garen was besorgen, was ihm gegen sein Heimweh hilft. Aber bevor wir das machen, will ich gerade noch mal die andere Quest abgeben. Das ist mir gerade noch eingefallen mit dem Steinpuma. Jetzt ruckelt sie ein bisschen, das ist natürlich toll. Zum Glück kämpfen wir nicht. Sie haben mich gerade noch quält bei sowas. Und wow, da geht's doch gar nicht runter. Also da geht's runter. Da geht's doch gar nicht lang, meinte ich. Vielleicht hat er beinahe runtergebreddert. Sind echt gerade noch quält. Die Folge fängt an und erstmal direkt sterben. Was ist da vorne für ein Hannebumble? Okay, Borat. Genau, hier drin war Barney und genau die da. So, hier. Hier, ich hab das Fell. Ausgezeichnet. Hab ich nun deine Stimme, oder was? Klar. Und, gibt es noch eine Belohnung? Wenn du Jäger bist. Okay. Okay, also wir müssen wirklich erst Jäger sein. Dann können wir hier den Haufen Sachen lernen. Übrigens sind wir noch offen. Sag mal hier, Aufnahme im Jägerlager. Oh, ich dachte, das wäre irgendwie ein bisschen hier aufgelistet, bezüglich des Fortschritts, das wäre ganz nett gewesen. Aber nun gut, wir haben die Hälfte locker schon. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Quests von 7 Mitgliedern. 3, 4 hätten wahrscheinlich genügt. Wir machen aber alle und natürlich auch dann die vom Fark, also sprich von jedem die Quest. Weil so gehört sich das. Könnt mir gerne schreiben, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich glaube es aber bis jetzt nicht. Also noch die Quest mit dem Heimweh und dann können wir, glaube ich, Farks Quest annehmen. Ohne irgendwas auszulassen, meine ich. Das ist ja schrecklich. Ruf ich mal zumindest. Hey. Ich würde gerne etwas mehr über euch wissen. Dann schieß mal los. Nee, nicht über euch, über dich, Mann. Okay, das ist jetzt nicht so das, was es sein sollte. Können wir irgendwen anders noch fragen? Zeig mal her, wie sind die Quests ein Geschenk gegen Heimweh? Ach, Hiran sollte ich fragen. Genau, das war's. Ich wusste doch noch irgendwas anderes. Hund auf dem Großbauern! Fragen wir mal hier ran. Na los, ihr Bauern, schafft was für euer Geld, euer weniges. Also sollen wir mal gucken, wir haben wie viele Lernpunkte? 28 noch, okay. Gut, ich überlege gerade, wir können dann eigentlich alles aufsparen für die... Ja, wofür am besten? Da gäbe es auch noch Taschendiebstahl, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das können wir kaufen in der Stadt. Ich glaube für 1200 Gold oder so, 1250 waren es, glaube ich. Oder 1000 auf jeden Fall. Hey. Beim ersten Mal viel zu teuer, als wir es erblickten. Aber das kriegen wir bestimmt wieder rein. Sag mal, kennst du jemanden von den südlichen Inseln? Warum denn das? Frag lieber nicht. Na schön, Amir, der Waffenhändler, kommt, soweit ich weiß, von den südlichen Inseln. Du hast Glück. Zurzeit treibt er sich vor der Kneipe herum. Wenn du ihn noch erwischen willst, würde ich mich beeilen, bevor er in die Stadt weiterzieht. So, das habe ich mir schon beinahe gedacht, dass der Arm hier einer sein könnte. Das war doch klar. Weil der passt hier mehr oder minder nicht wirklich hinein. Ins normale Geschehen, zumindest. Mal davon abgesehen, dass es halt irgendein fahrender Händler ist.
Du stammst doch von der südlichen Insel, oder? Das ist richtig. Warum fragst du? Ich habe einen Freund, der ebenfalls von der südlichen Insel kommt. Sein Name ist Garen und vermisst seine Heimat ein wenig. Ich will ihn aufmuntern. Warte kurz. Er heißt Garen? Ich glaube schon. Dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ein paar Handlanger der Assassinen hier sind, um ihn umzubringen. Die Handlanger haben sich schon auf dem Weg zum Jägerlager gemacht. Als ich mit ihnen gesprochen habe, haben sie gemeint, sie würden in einer nahegelegenen Höhle auf den richtigen Augenblick warten. Sie soll wohl an einer Wegkreuzung liegen. Die gute Nachricht ist, dass seine Familie beim Angriff der Rebellen freigekommen ist. Er könnte wieder nach Hause zurückkehren. Da ich wenig dagegen unternehmen kann, bin ich froh, dass du das nun weiterleiten kannst. Diese Informationen sind sehr gefährlich. Wir haben nie darüber gesprochen. Guten Tag noch. Tja, die Handlanger, die sind ja schon, naja, über den Haufen. Mikrokreuzung, nun ist die Frage, was ich dagegen unternehme. Am besten soll ich zuerst mit... Ja, okay. Ja gut, aber wir haben das ja schon sowieso schon geklärt. Also die sind ja schon weg vom Fenster. Jetzt gehen wir wieder den alten Weg. Beziehungsweise wir haben ja den Zettel von den Handlangern und haben diese jedoch immer noch nicht gelesen, weil ich ja genau auf sowas gewartet hatte. Auf eine Quest, die damit in Verbindung steht. Die Handlanger sind ja tot, die haben ja schon entdeckt, die wurden von Skeletten niedergeprügelt. Und die haben wir dann zerlegt und uns den Besitz der Handlanger unser eigen nennen können. Und ja, das könnte auch damit in Verbindung stehen, dass wir den Garen fragen können oder darauf ansprechen können, dass wir ihn vom Steckbrief her kennen. Also anscheinend wird er gesucht auf den südlichen Inseln. Mehr oder weniger, ja. Ich meine, Assassinen sind ja selbst nicht gerade Ordnungshüter, aber die suchen den anscheinend. Und ja, bin gespannt, was hier noch... Also ich glaube, die Ork-Krieg-Modifikation ist echt überhaupt nicht so klein. Jetzt, wo mir das alles durch den Kopf geht. Wie gesagt, warum der tot ist, hätte ich immer noch gerne Aufklärung. Der Ebol sollte nicht tot sein, hoffe ich mal, denke ich mal. Wo ist jetzt der Teleporter? Ah, da ist er doch. Oha, eine Heilpflanze, die hätten wir übersehen. Das geht ja mal gar nicht. Und auf und davon. So, wo ist der nächste? Da ist er direkt. Dann sind wir ja direkt am Jägerlager. Ich gehe mal davon aus, wenn wir mit der Layla drüber sprechen, sagt die uns sowas wie, boah, puh, versucht die mal umzulegen. Die Assassinen-Handlanger. Dann gehen wir da hin und sagen, hey, die sind schon tot. Beziehungsweise wir könnten sie jetzt vielleicht schon direkt sagen, müssten gar nicht mehr hinlaufen, weil wir den Zettel haben als Beweis. Aber ich lese ihn erst, sobald mir die Layla so eine Aufgabe stellt, von wegen die zu erledigen, was auch immer. Weil, wie gesagt, bei Gothic immer vorsichtig sein. Immer. Kann immer irgendwas passieren. Oder irgendwas nicht passieren. Und dann hängt man da und kommt nicht weiter. So, wie gesagt, eine Teleportrune hierher fände ich sogar gänzlich nett. Ja, das Teleportsystem ist zwar auch ganz cool gemacht. Was in der Rune ist einfach komfortabler, das ist ganz klar. So, Engraum, na, macht die Wachschicht Spaß. Du läufst auch ein bisschen schwarz wirst. So, nun gut. Hey, du. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Inwiefern? Sag schon. Garens Familie ist in Sicherheit, jedoch ist er in Gefahr.
Nun sag schon, was ist los? Ein paar Handlanger der Assassinen haben sich hier in einer Höhle versteckt. Die Höhle soll wohl in der Nähe einer Wegkreuzung auf dem Weg ins Jägerlager liegen. Wenn das die Höhle ist, von der ich denke, dass es sie ist. Sag doch, was ist das für eine Höhle? Eigentlich weiß jeder Waldbewohner, dass man nicht in diese Höhle reingehen sollte und erst gar nicht übernachten. Sowieso die ganze Umgebung um den Friedhof ist mir nicht geheuer. Jedenfalls die Höhle. Engrom ist da mal reingegangen und nach kurzer Zeit rausgelaufen und hinter ihm kamen einige Skelette hinterher. Seitdem schlagen wir Jäger einen großen Bogen um diese Höhle. Und jetzt kommst du ins Spiel. Die Leichen der Handlanger der Assassinen werden wahrscheinlich noch in der Höhle sein und Garens Steckbrief. Bring mir Garens Steckbrief und meine Stimme bei den Jägern ist dir sicher. Klar, mache ich. Das würdest du für mich machen? Natürlich, aber gib mir doch noch einmal eine genauere Wegbeschreibung zu dieser Höhle. Okay, du gehst vom Jägerlager einfach in Richtung der Stadt. Irgendwann kommt links ein Friedhof. Da gehst du einfach dran vorbei. Nach kurzer Zeit kommt dann eine Wegkreuzung im Wald. Die biegst du rechts ab und in der Felswand rechts von dir gibt es eine Höhle. Das ist die Höhle, von der ich spreche. Viel Glück bei deiner Suche. Nimm noch das. Du kannst es gebrauchen. Okay, genau, ich habe den Steckbrief gefunden, haben wir ja direkt dabei. Aber wieso kann ich abspeichern, eigentlich unnütz. Den Steckbrief dann nochmal anschauen, wo ist der denn? Deswegen können wir auch auf die, mit denen drauf ansprechen, genau, der Brief an die Handlanger. Der Assassin ist wahrscheinlich... Die Familie, die Rebellen anhört, ist freigekommen, dass ihr euch ihren Sohn Garen schnappt und mit seinem Bass zurückkehrt. Und zwar noch von dem typisch. Vor dem Monatsende. Auf seinem Kopf steht in der Blume 3000 Goldstücke. Sirius, Statthalter von Al-Badgir. Was ist dieser verdächtige Brief, den wir noch dabei haben? Na, hey, du. Klär mal gleich. Ich hab Garens Steckbrief gefunden. Lass mal sehen. Wenn ich das Garen gebe, wird er sich bestimmt freuen. Danke für deine Hilfe. Fark wird von mir nur Gutes über dich hören. Was die Quest auch beendet? Jo. Also dürfte nichts mehr anstehen, ne? Okay, also man hätte entweder, so war natürlich jetzt richtig, den Steckbrief an sie weiterzuleihen, damit die Quest beendet wird. Ansonsten hätten wir die auch im Garen direkt geben können. Ja, aber glaube ich nicht unbedingt zielführend gewesen. Wo ist jetzt Falk? Steht er hier? War ja mal wieder klar. Wir haben Saufen hier, ne? Der Chef. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wie komme ich an deine Stimme für die Aufnahme? Von mir bekommst du eine Aufgabe gestellt. Wenn du die Mehrzahl von... Wie sieht's mit meinem Ansehen bei den Jägern aus? Schauen wir mal, mein wenn Mann du sieht das so anders. Alles überzeugt hast. Du hast das Nahrungspaket so zu uns gebracht, wie Leila das wollte. Hieran irgendwer muss die Arbeit ja machen. Sein. Garen scheint mit dir sehr zufrieden zu sein. Das bringt dich natürlich um einiges weiter. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Aber aus irgendeinem Grund haben Leila und Garen angewendet und ich werde das Gefühl nicht los, dass du da deine das Hände Das weiß im Spiel doch inzwischen hattest. Jeder. Wer weiß. Nairona hat für dich gestimmt. Mit manchen wechselt sie monatelang kein Wort und du bekommst gleich ihre Stimme. Ein guter Start. Engrom spricht sich für dich aus. Er macht hier zwar nicht viel, aber seine Stimme wird dich weiterbringen. Leila schien mit dir sehr zufrieden zu sein und pochte darauf, dich unbedingt aufzunehmen. Und es wird ja noch viel schlimmer. Das bringt natürlich um einiges weiter. Zeal hat sich für dich ausgesprochen. Mehr wollte er aber auch dazu nicht sagen. Schlimme Zeiten. Du hast alle das. Mitglieder des Jägerlagers überzeugt. Das hat lange niemand mehr geschafft. Es wäre mir eine Ehre, dich in unseren Reihen begrüßen Wenn zu dürfen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Wie komme ich an deine Stimme für die Aufnahme? Der erzähle ich gar nichts mehr. Du hast die Mehrzahl von den Jägern überzeugt. Es ist Zeit, dass du dich deiner letzten Aufgabe stellst. Und die wäre? Das ist doch kein Geheimnis Unterbrich mich mehr. Nicht. Also, pass auf, es gibt da einen uralten Brauch unter den Jägern.
Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Was ist das für ein Brauch? Es gibt hier in der Nähe eine Bergkristallhöhle. Es ist ein spiritueller Ort. Ich glaube er da nicht Adam dran. Ist nahe und somit auch uns. Wer dort das Ritual des Reisers abhält, der wird mit ruhigem Geist und ruhiger Hand Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Was soll ich also tun? Viel schlimmer. Nimm diese Kräutermischung hier. Setz dich an das Feuer in der Höhle und tu die Kräuter hinein. Alles weitere das liegt in Adamus Hand. Das habe ich schon immer gesagt. Warum soll ich das überhaupt machen? Und es wird ja noch viel schlimmer. Dieses Ritual wird deinen Körper, dein Herz und deinen Geist prüfen. Wenn du den Test bestehst, bist du in meinen Augen bereit, ein Jäger zu werden. Klingt ja nicht so schwer. Und es wird ja noch viel schlimmer. Unterschätze diese Prüfung nicht. Kannst du dich bitte ein bisschen deutlicher ausdrücken? Nein, du wirst diese Prüfung alleine durchstehen müssen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wo ist diese Höhle? Geh von unserem Jägerlager einfach in Richtung des großen Berges, der in den Wald von Austria hervorragt. Unten im Wald gibt es irgendwo eine Höhle, die versperrt ist. Wenn du diese Höhle siehst, weißt du, dass du am richtigen Ort bist. Kann ich nicht etwas anderes machen? Das weiß doch inzwischen Dazu jeder. Dazu sehe ich keinen Anlass. Tu es oder lass es. Na schön, ich mach's. Da erzähle ich gar nichts mehr. Wunderbar, hier hast du den Schlüssel zur Höhle und die Kräutermischung. Komme wieder, wenn du fertig bist. Ach ja, bevor ich es vergesse, du musst mir einen Beweis bringen, dass du das Ritual des Reisers abgehalten hast. Wenn du das Ritual beendet hast, sollte ein Artefakt am Höhlenausgang erscheinen. Das musst du mir zeigen, sonst haben wir keinen Anhaltspunkt dafür, dass du wirklich das Ritual vollzogen hast. Ach du heilige Kacke, und jetzt? Ein Brauch unter Jägern. Das Ritual des Reisers, dafür muss ich zur Bergkristallhöhe nahe des Jägerlagers gehen. Anscheinend kann ich sie finden, indem ich einfach vom Jägerlager aus in Richtung des Berges gehe, der in den Wald von außen ragt. Mit einer Tür verschlossen. Pass mal auf. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Momentan sehe ich eh nur Wald. Ich penne auch mal eine Runde. Das ist mal Full Life, ohne dass ich was groß dafür ausgeben muss. Das ist da hinten haben wir schon mal Bergkristalle. Das wäre schon mal ein Anhaltspunkt. Das heißt, da werde ich glaube ich als erstes mal vorbeischauen, weil Bergkristall und Bergkristallehöhle liegt ja nah beieinander. Das kann ja selbst ein Vollidiot kombinieren. Das heißt, wir schauen uns dort mal um. Die andere Idee wäre natürlich gewesen, die große Höhle, genau neben der Höhle mit den Skeletten, die die Handlanger umgebracht haben. Da könnt ihr mir übrigens immer noch mal schreiben, falls ihr es wisst, was das genau für eine Höhle ist. Ist das irgendeine Mine, die zu einer, quasi eine neue Spielwelt eröffnet? Oder wieso ist die da? Ich meine, ich könnte ja, wie gesagt, auch auf einfach mal reinlaufen. Hatte ich gerade verknotete Zunge. Das will ich aber eigentlich nicht. Weil ich sonst am Ende davon wieder abgelenkt werde irgendwie. Und dann rennen wir wieder 20 Folgen durch die Mine oder sowas. So, wie dem auch sei. Ich gehe mal davon aus und hoffe inständig, dass es sich um diesen Berg handelt. Und da vorne sind nämlich Bergkristalle. Da kommen wir auch mehr oder weniger her, wenn wir hier uns her teleportieren mit diesem Teleporter. Haben wir irgendwo Gegner in der Umgebung? Nee. Da waren wir ja ganz schön gründlich. So, hier haben wir wie gesagt Bergkristalle. Zumindest hoffe ich mal, dass das welche sind. Das ist nur die Frage, ist das auf dem Berg oder unten am Berg irgendwo die Höhle? Oder ist es eben doch die, für die ich sie anfangs hielt? Wir werden es herausfinden. Was ist denn das? Auf jeden Fall oben eine Fangheuschrecke, okay. Können wir da ein bisschen was töten?
Immerhin sind wir jetzt so gut wie Jäger. Dann ist noch die Fangheuschrecke. Nichts zu plündern. Ist hier noch irgendwas zu finden, irgendwas aufzusammeln? Gar nicht den Anschein, dann komm mal her, du Kackvieh. Oh, sind wir da zwei? Aber selbst wenn es ruckelt, interessiert mich das recht wenig. Nichts zu holen. Denn wir haben unseren Meisterdegen. Und dementsprechend erstmal wenig Probleme, bis die Orks kommen. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen härter. Nur auch sehr mit der Reichweite zufrieden von dem Ding. Nichts zu holen. Es geht gut ab. Zu holen. Ich sehe, entweder laufen wir jetzt hier den Berg hoch und kommen quasi zum Ritual oder irgendwie anders. Wir haben eine alte Steintafel, von denen haben wir ja schon ganz schön viele gefunden. Von denen kann man auch ganz schön viele finden, also ich hoffe, dass man da irgendwie die irgendwann noch lesen kann. Und dass sie dann irgendwas bringen. Waffendetektor mal wieder raus. Aber ich sehe gerade, dass die Folge wieder rum ist. Das heißt, wir machen gerade in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Da ist, glaube ich, eine Art Haus oder Hütte. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Also wie gesagt, wir suchen jetzt mal diese Höhle für die Aufnahmeprüfung. Und ansonsten, da hinten sehe ich sogar schon Snapper. Aber okay, gut. Wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge klären. Ansonsten erkunden wir die Gegend mehr oder weniger gezwungenermaßen. Aber dann haben wir es auch hinter uns, weil das gehört ja auch dazu, das Ganze erkunden. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.